Und dann mussten wir, glaube ich, hier hoch. Und die Leiter hoch. Genau, dann sind wir nämlich beim ersten. So. Jetzt haben wir nämlich die ersten Krähen schon mal weggemacht, also die halt nicht echt waren. Ruhe, ich muss nachdenken. Ich frage mich immer, mit wem die da redet, ne, die ganze Zeit. Das ist sehr mysteriös. So, dann musste man hier die Brücke aufmachen. Genau. Und dann war hier noch ein Tor. Genau, so, hier rüber. Ja, wenn man sich ein bisschen dran erinnert, dann geht das wieder, ne? So, da kommen wir von der anderen Seite ran, das machen wir gleich. Genau, wir müssen erstmal hier aufmachen. So, meine lieben Freunde, jetzt haben wir nämlich hier diese kleine Lücke, jetzt gehen wir wieder hier rüber, gehen in diese kleine Lücke, machen das Tor dann auf. So, genau, hier das Tor aufmachen, danke, erfolgreich bewältigt. Und dann war nochmal hier oben irgendwas. Und hier war nochmal ein Runstein. Werden wir uns gleich nochmal anhören jetzt. Wie die Geschichte halt weitergeht, ne? Also Odin hat ja mit seinen Brüdern den getötet, ihrem Vater, den Riesen. Und die Nordmen sagen, du musst sacrifice in order to receive. Sie sagen, wie die Runes revealed to Odin, only in sacrifice. He hung himself from the world tree. Oh man. And he stabbed himself with a spear. So, genau. Dann war es hier drinne. Wir mussten hier rüber. Aber die Brücke war halt kaputt, ne? Darum mussten wir hier durch das Tor und nochmal uns durch das Tor bewegen. Halt aber nur, damit halt oben wieder, also dass die Lücke halt nicht entsteht, ne? Dass oben zu ist, dass wir da rüberlaufen können. Zeige ich euch gleich. So, jetzt ist ja die Lücke da, ne? Jetzt ist sie weg, ne? Und deswegen kommen wir da hochlaufen, über die Brücke rüber. Also, was heißt über die Brücke, aber über den Steinrand. Und weil wir das Tor aufgemacht haben, kommen wir natürlich auch hier rein. Also im Grunde, wenn man es einmal gemacht hat, ist es eigentlich einfach, ja? Aber wenn man hier erstmal drin ist und dann überall die Tore sieht, ne? Die ganzen Rahmen überall sieht, man weiß wirklich nicht genau, wo man anfangen soll. Und da hat es bei der ersten Aufnahme echt ein bisschen länger gedauert. So. Genau, drei sind noch da. Das sind die richtigen. Nein, nun springen wir hier runter. Genau, drei sind noch übrig und diese brauchen wir auch. Jetzt muss ich bloß noch mal gucken, wo es war, wo wir rauf mussten. War es hier jetzt? Ach genau, hier war es. Nee, doch nicht, hier. Nee, da fehlt ein bisschen was. Ach, das muss noch mal oben. So, jetzt haben wir's. Und das Siegel ist gebrochen. Und wir können zu dem Gott. Der Kampf war wirklich richtig schwer.
Also weil er sehr viele krasse Attacken drauf hatte und sich immer wieder unsichtbar gemacht hat. Aber werdet ihr gleich sehen. Auf alle Fälle ein echt bescheuerter Typ. Und der war nicht so einfach. Mal sehen, mal kurz was trinken auf euch. Grüße gehen raus. Da ist es nämlich. Da ist der Altar. Ach nein, wir mussten noch über den Baum klettern. Genau. Über den Baum. Ich weiß jetzt aber nicht, ob hier Gegner kommen. Ich glaube nicht. Auf alle Fälle die Tür aktivieren und dann zum letzten. Also doch, eins noch. Jetzt dieses noch und dann sind wir wirklich bei dem Typen. Auch wieder in der zweiten Folge, wie ich jetzt feststellen muss. Das passt eigentlich. Weil in der zweiten Folge, also bei der ersten Aufnahme, habe ich es gerade so geschafft, mit der Folge zu beenden. Und diesmal sind wir eigentlich gut dabei. Wir sind jetzt in der zweiten Folge bei der sechsten Minute. Ich denke, wenn wir für den Kampf 5 Minuten brauchen, ich hoffe, 5 Minuten. So, genau, hier war nämlich, also ihr seht das ja, ne? Hier ist der Baum, also man kann nicht rüberlaufen. Und jetzt kann man da halt rüberlaufen, ne? Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Finden. The Northmen captured Finden's sister. Ich sag ja, der redet noch mit uns, obwohl er bei dem Feuergott gesagt hat, das war's mit meiner Reise oder ich habe dir jetzt geholfen und trage meine Geschichte weiter. Ich denke mal, das haben die Macher nicht richtig bedacht, dass man halt auch den anderen zuerst spielen kann. Was wir halt gemacht haben, ne? So, da oben müssen wir dann durch das nächste Tor gucken. Und dann kommen wir nämlich weiter. Ihr seht ja, da ist die Brücke, ne? Also wir kommen von dieser Seite nicht rüber. Darum müssen wir durch das Tor gucken. Dann haben wir hier nämlich so einen Balken. Dann machen wir nämlich das Tor auf. Dann müssen wir wieder rüber. Und dann nochmal andere Seite gucken. Weil nämlich jetzt kommen wir nämlich hier bei dem Baum nicht lang. Ihr seht, hier sind Trümmern. Und es gibt keine Ebene auf dem Baum, wo wir halt langlaufen können. Ne? Darum müssen wir hier diese Brücke öffnen. Nochmal hochklettern. Und nochmal durchgucken. Solange wie er euch hier unten berieselt ein bisschen. So, jetzt seht ihr es gleich. Zack. Da ist nämlich jetzt der Baum passierbar. Werden wir auch gleich machen. Rüber hier. Hat einer geschnitzt wahrscheinlich hier. Ein bisschen Holzarbeiten gemacht, ne? Sich ein Schaukelpferd geschnitzt oder so. Keine Ahnung. So, hier müssen wir jetzt rüber. Na, mach hier keinen Unsinn. Ja, ein Krähennest, ja, wer hätte es gedacht? So, hier haben wir das Zeichen jetzt. Zack. Somit ist die Tür offen. Und wir können durch. Hinter uns. Es kommt zurück für mich. Und das hier war jetzt ein bisschen makaber. Werdet aber gleich sehen. Ihr seht ja, irgendwas knabbert an uns. Total komisch halt, ne? In the darkness, Senua.
She remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua. Take my iron mirror. Look into it. For it is a window into the underworld. Ja, ist ein Fenster der Unterwelt. Nun beweg dich. Within, you will see the face of the darkness. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwas machen müssen oder ob ich glaube, die macht das alleine, ne? Beim ersten Mal habe ich wirklich gedrückt und gedrückt und gedrückt, ne? Und ist nichts passiert, also jedenfalls nicht schneller. Ich glaube, das macht sie alleine. Fokus! Da ist er. Richtig eklig, aber auch mega cool gemacht, ne? Also wirklich. Okay. Na, ihr seht schon. Er schmeißt so Bumerangs und sowas, ne? Oh. Ist er ausgewichen. Mann, du... Kartoffelfresser, Alter. Und das ist nämlich das, was ich meine. Jetzt müssen wir nämlich gegen diese kämpfen. Als wäre es nicht gegen ihn schon genug, ne? Aber nein, wir müssen nochmal gegen ihn. So, wir fokussen jetzt erstmal, also gegen diese. Ach man, jetzt macht er diese Kacke. Oh, da hat er uns wieder voll erwischt. Ein Glück, dass wir Fokus hatten. Also das brauchen wir wahrscheinlich immer. Och, komm schon! Ach, Digga, Alter! Da hat er aber auch noch so einen Drecks... Noch einen Drecks... drauf! Da hat er uns irgendwie hat er uns gestunt oder sowas. Irgendwas hat er auf alle Fälle gemacht. Ach, zweimal erwischt, na top. Ach, fuck. Ach, komm schon. Ein Glück hatten wir Fokus. Ach komm schon. Boah, geh doch mal down jetzt, Digga. Was ist denn los mit dir, Junge? Ach, jetzt macht er nochmal hier so eine Bitch-Scheiße. So richtig ein Bitch-Move, ja. So ein 31er. So ein Kacklappen. Ich glaube, die Hälfte haben... Oh, die Hälfte. Ach, komm schon. Jetzt trifft er mich sogar schon. Ich glaube, Schildträger kam auch noch. Ach.
genau, jetzt war er nur noch so ein Rauch. Da konnte man nur noch ihn mit Fokus. Das war richtig ätzend. Ja, wieder zweimal erwischt. Ich raste aus. Oh, der riecht. Der hat einen richtigen Sack, der Typ gerade. Ich glaube, gleich müsste aber down sein. Was? Okay, der Fokus hat gar nicht mal gesessen, also der hat wirklich... Ach komm schon, was zu schreien. Ja, wir haben ihn. Alter, das ist wirklich ein richtig heftiger Dreckskampf. Ich glaube, wir haben ja 6-7 Minuten dran gesessen. Also der ist wirklich ätzend gewesen, ohne Ende. Dieser Penner. Aber ich sage mal, wir haben ihn. The Mark of Valravn. One of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for truth, a chance encounter in the wilds. She would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. I still hear you. So, meine lieben Freunde, da draußen, wir haben es erstmal geschafft. Ich weiß jetzt bloß nicht genau, wo wir lang müssen, ob wir da lang müssen oder das andere Tor. Ich weiß es nicht mehr genau. Nein, das war das Falsche. Okay. Ne, wir kommen nämlich jetzt an ein Tor raus, wo wir, ja, was vorher verschlossen war, ne, wo ich halt versucht habe reinzukommen, aber... Es war von der anderen Seite verschlossen. Und wir wissen jetzt auch warum. Weil wir nämlich schon von der einen Seite an sein Tor geklopft haben. Aber das Spiel sagte, nein, draußen bleiben, mein Freund. Lauf einmal bitte rum. Ja. So in etwa war es. Okay, wir müssen jetzt zurück zu dem Tor nach Helheim. Das öffnen wir dann. Und dann hatte ich auch aufgehört aufzunehmen. Also dann hatte ich aufgehört. Dann war nämlich Ende die Folge. Also wir sind, ja, wir sind knapp dran damit. Liegen eigentlich sehr gut in der Zeit. Die zweite Folge ist jetzt momentan gerade zu Ende. Das passt eigentlich, ne? Ist natürlich nur schade, ja, dass man halt zwei Folgen, also man hat schon aufgenommen gehabt, aber dann ja, durch halt so einen Fehler meinerseits diese Aufnahmen dann weg sind und wir halt diese nochmal spielen müssen. Ihr natürlich nicht, ihr seht es jetzt zum ersten Mal bei mir, aber ich hatte halt davor schon, wie gesagt, aufgenommen gehabt. Ja. Krankenwagen, Notarzt, okay. Ah, da ist jetzt mit die Mutter nochmal. Ihre Mutter nämlich. Senior,
You have the sight, just like I do. Once you can see into the underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galina. Ja, ich glaube nämlich, ihre Mutter wurde von dem Vater umgebracht, weil sie irgendwie als Hexe verurteilt wurde, weil sie halt mit Geistern gesprochen hat und sowas, irgendwie so um den Dreh war das. Ist natürlich sehr schade und ihre Tochter kann jetzt auch so in etwa mit Geistern und ja, mit der Geisterwelt kommunizieren. Wie halt den Drut oder Drut, wie der hieß. Er ist ja eigentlich auch schon lange tot. Aber er ist uns halt erschienen als Geist, um uns zu führen.